Hiho und willkommen zurück, meine lieben Burgbau- und Burgverteidigungsfreunde, zu Castle Story, dem großen Planiervorgang. Ja, wir begradigen hier gerade das Stück, damit wir uns dann von hier nach hinten durcharbeiten können. Das ist das letzte Stück, was wir wegmachen müssen. Hier fallen jede Menge Steine ein. Die kann man da ein bisschen einsacken. Dass wir wenigstens etwas von den Steinen haben. So. Dann brauchen wir ja nichts verschwenden. Den Rest können wir erstmal ruhig liegen lassen. Warte darauf, dass die hier fertig sind. Und machen dann mit ihnen den letzten Abschnitt. Der etwas schneller gehen sollte, weil er kleiner ist. Also wenigstens ein Stück kleiner. Währenddessen kann der große Trupp dann hier vorne anfangen, den nächsten großen Steinbruch abzutragen. Während sie auf dieser Seite füllen, dann, wenn sie fertig sind. So, hier wird schön alles ausgehöhlt. Da kommt der letzte. Ja, unsere Fläche wird immer freier. Es ist nicht mehr viel übrig, so gesehen. Wenn man sich überlegt, was am Anfang alles da war. Und was wir alles füllen mussten. Der ist auch schon richtig eingestellt, ja. So, ihr seid fertig. Das heißt, den Quarry kann ich abreißen. Man kann hier mal wieder einen richtigen hinmachen. So. Eins tiefer. Nur Steine. Und die Treppe hätte ich bitte dahin. Gut. Thank you.
Nein. So. Gut, ihr seid fertig. Das heißt, ihr könnt alle da jetzt anfangen. Den kann ich löschen. So. Na, legt hier mal los. Gut, währenddessen bereite ich den Plätten vor. So, und in die Richtung. Gut. Gut, gut. Na, unter der Treppe wollen sie nicht so wirklich wegmachen gerade. Ach, jetzt kommt einer. Das sieht doch besser aus. Ihr planiert hier schön. Ja, das ganze Gras weg, die ganze Deckschicht weg. Gras haben wir zum Glück hier drüben noch mehr als genug. Scheint aber nur Zufall zu sein, dass ob das aussieht, als ob es den Weg zuwuchert.
Es wächst nicht weiter das Gras. Hier haben wir auch noch genug Gras. Also, ja, Gras sollte kein Problem sein. Holz haben wir auch noch mehr als genug, ja. Also später fürs Bauen. So, die sind auch bald fertig hier. Sehr schön. Und es wird wieder dunkel. Und ja, zur Abwechslung hat mal jemand in den Comments geschrieben, dass ihm die Videos zu dunkel sind. Ich sollte sie doch heller machen. Ja, könnte ich machen, aber... Das würde dann wahrscheinlich nicht mehr schön aussehen. Also entweder ich tue die Helligkeit der Videos selber nachbearbeiten, dann kriegt das Ganze einen richtigen Graustich, weil es ist dunkel. Ich sehe auch nicht sonderlich viel. Glaubt's mir. Ich sehe um die Bricktrons herum ein bisschen was. Das war's aber auch schon. Oder ich stelle das Gamma hier im Spiel höher. Focke vor. Shadow Sharpness. Gameplay. Audio. Also General kann ich nichts. Graphics. Nee. Und Gameplay auch nicht. Also ich kann nicht mal das Gamma hier höher stellen. Also tut mir leid gerade. Wenn es zu dunkel ist, ich könnte höchstens die Videos nachhellen. Aber wie gesagt, entweder bringt es nicht viel, wenn ich sie ein bisschen nachhelle, oder wenn ich sie zu sehr nachhelle, kriegen sie einen Graustich. Weil es ist dunkel. Das ist vom den Entwicklern Absicht, dass das in der Nacht dunkel ist. Deswegen sollten wir die ja eigentlich mit Brimstone. Ja, helles, schönes Zeug. Sieht fast aus wie Gold. Ja, da kommt der Zwerg in mir raus. eigentlich damit Fackeln aufstellen, aber ich sehe jetzt keinen Grund hier, warum die Brickfrosts sich auch im Dunkeln schuften können.
So, die ersten Füller, ich hoffe, ihr seht sie, da kommen, um ihren Flatten-Task zu machen. So, die beiden haben schon gar keine Ahnung, was sie machen sollen. Also ich meine, bei den beiden setzt die AI gerade schon wieder aus. So, das erste bisschen Treppe ist gesetzt. Gut. Hier wird auch schön gefüllt. Sogar noch einigermaßen sinnvoll. Also hier am Kopfteil und nicht irgendwo wild mittendrin. Noch. Hier war mal eine Rampe. Da sieht man die Reste der Rampe. Also wenn ich es richtig sehe, nehmen die meisten die Treppe hier, also den Tunnel nach oben. Ja, ich muss sagen, der hat sich bezahlt gemacht. Na, jetzt haben sie bald hier oben alles abgetragen. Oder kann ich hier vielleicht Gamma Settings Pause X-Ray toggeln? Nö. Ja, hier sehe ich wenigstens die aktuelle Zeit.
So, und jetzt geht's los, damit die erste richtige Schicht abzutragen. Die kriegen das wenigstens noch einigermaßen richtig hin, ohne dass alles wieder in der Gegend rumfliegt. Aha. Ja.